Er heisst Josh Primo, ist Flügelstürmer und hat die Saison in der Nationalliga B in Langenthal gespielt. Jetzt ist er für die Playoffs beim EV Zoo. Auffällig ist seine Grösse. Mit 1,94 m ist der Kanadier mit Schweizer Lizenz einer der grössten im Team. Ja, mit meiner Größe bin ich natürlich sehr aktiv vor dem Goal. Bei mir rumpelt es an den Banden, ich gehe dort hin, wo es weh tut. Ein Mann für Playoffs also. Auch wenn der Josh Primos Ausländerkontingent nicht belastet, morgen zum Playoff-Auftakt gegen Lugano setzt der Trainer Harold Kreis wohl noch nicht auf den neuen Mann. Ja, aufstellungstechnisch wird es wahrscheinlich keine Änderungen geben. Wie gesagt, war heute das erste Tag, den ersten Tag im Training. Und je nach Bedarf werden wir es anschauen. So hat der Josh Primo heute dann auch noch eine Extraschicht Training geschoben. Wo alle vom Eis gewesen sind, hat er noch Schusstraining mit der EVZ-Legende Paul Di Pietro gemacht. So Zog hat der 25-Jährige eine besondere Beziehung. Die hat nämlich genau vor gut 25 Jahren angefangen. Mein Vater war damals Assistenztrainer beim EVZ und darum bin ich dann Zug sogar auf die Welt gekommen. Ich mag die Stadt natürlich sehr und auch der Verein ist sehr professionell. Der Josh Primo, ein Urzuger, der vorher hier kaum jemand kennt hat. Jetzt soll er in den Playoffs noch mal mehr Härte in die Mannschaft bringen und dem Trainer zusätzliche Optionen geben.